Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, wir melden uns letztmals aus Haus im Ennstal in Österreich, wo der SV Darmstadt 98 sich in 9 Tagen Trainingslager auf die Fußball-Bundesliga, die zweite Fußball-Bundesliga vorbereitet. Morgen ist Dienstag, da geht es wieder nach Hause. Am Donnerstag ist die Saisoneröffnung und am Samstag das letzte Testspiel vor der Runde gegen den englischen Zweitligisten FC Fulham. Heute ist Montag, die Sonne ist wieder da. Der Präsident Rüdiger Fritsch ist spazieren gegangen, ist irgendwo unterwegs, genießt das schöne Wetter und damit ist auch mal Schluss mit dem Witz, der Präsident ist da und die Sonne ist weg, der Präsident ist da, die Sonne ist auch da. Der SV Darmstadt 98 hat gestern in Windischgarsten, knapp 70 Kilometer von hier entfernt, nochmal 2 Testspiele bestritten gegen den österreichischen Viertligisten SV Wallern, 4:3 gewonnen, war eine schwere Geburt, hat aber unterm Strich dann doch gewonnen. Und auch gegen den türkischen Zweitligisten Çaykur Rizespor, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gab es ein 2:1. Beide Spiele haben gezeigt, wie einige Spieler gehen schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was aber völlig normal ist, nach jetzt dieser einen Woche Trainingslager und morgen sind es da 9 Tage, dann geht es zurück. Trainer Thorsten Frings war mit den Spielen trotzdem zufrieden, hat gesagt, er kann das total nachvollziehen, die Spieler sind halt nicht mehr ganz so frisch, ist ja auch normal nach dieser Belastung, die hier war. Die Bedingungen waren hier top, wir hatten hier wirklich eine Woche super Wetter, wir hatten einmal einen Tag, wo es ein bisschen geregnet hatte, ansonsten alles klasse. Es war richtig gut hier und die Mannschaft ist auch richtig gut beisammen. Wie gesagt, alle ein bisschen platt, aber ist auch normal. Trainer Thorsten Frings hat gestern nochmal zu den Testspielern Stellung bezogen. Er hat gesagt, diese 3 Spieler, der Chinese und 2 Brasilianer, haben das Niveau hochgehalten im Training. Ob es reicht für einen Vertrag, ist natürlich noch nicht klar. Wird sich in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich zeigen. Genauso wie Personalien wie Hamid Altintop. Der Name taucht ja immer mal wieder auf, aber irgendwie scheint er dann doch weg zu sein. Zumindest hätte er die gesamte Vorbereitung verpasst. Was bei einem Spieler wie Hamid Altintop ja nichts heißen muss. Der könnte wahrscheinlich von heute auf morgen einsteigen. Abgesagt hat er noch nicht, aber dass er hier wieder auftaucht, wird meines Erachtens nach immer unwahrscheinlicher. Wir verabschieden uns bei euch aus Haus im Ennstal hier in Österreich. War eine schöne Zeit. Die Mannschaft, das kann ich in die Heimat übermitteln, die scheint gut beisammen zu sein. Wir können uns, glaube ich, alle freuen. Gestern gab es nochmal ein Grillfest. Präsident Rüdiger Fritsch hat rund 40 Fans eingeladen zum Grillen vor den Testspielen. Kam richtig gut an, richtig gut aufgenommen worden. Die Fans waren alle begeistert, die hier waren. Es waren einige da, gerade jetzt am Wochenende haben sich doch einige hier blicken lassen, um die Mannschaft nochmal zu unterstützen. Da haben sich alle sehr gefreut, fanden das auch richtig gut. Wir freuen uns auf die neue Saison und freuen uns auch wieder auf die Heimat. Und wie gesagt, schöne Grüße aus Haus im Ennstal und am Donnerstag Saisoneröffnung. Seid alle da, wir sind es auch. Bis dahin und tschüss.